Moin Moin und willkommen zu einem gereinigten Teergrubenhaufen Dings da. Also gereinigt im Sinne von, ich habe die Teerklumpen jetzt, naja, entfernt. Und jetzt würde ich gerne mal versuchen, dass wir diesen Teich ablassen. Das heißt, ich guck mal, wie die Haltbarkeit der Spitzhacke es zulässt. Und wir graben uns hier mal ein... Sagen wir mal einen Abfluss runter. Ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Aber das sah in dem Video, was mir verlinkt wurde, schon relativ gut aus. Da würde ich mal sagen, lasse ich euch jetzt mal dran teilhaben. Also hier ist schon einiges an Teer unten drunter. Das wäre nämlich irgendwie definitiv der elegantere Weg, als alles zuzuschütten. Mal abgesehen, wenn man jetzt hier ein bisschen umweltbewusst denken will, auch wenn es ein Spiel ist, ist das natürlich nicht unbedingt eine feine Taktik. Aber wir gucken mal. Vorhin, guck mal, wie viele große Teerklumpen da drin sind. Ich habe übrigens mal wieder vergessen, den Ausgerüppelt zu Hause mitzunehmen. Ja. War aber wieder richtig schön. Oh. Es läuft schon ab, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, es wird weniger da drin. Kann natürlich auch absolute Einbildung sein und Wunschdenken. Okay. Es ist gleich soweit. Gib ihm! LOL! Wie es einfach runterläuft. Ist ja cool. Scheinbar hat es aber nicht gereicht, um an alles ranzukommen hier. Machen wir hier mal das Loch größer und tiefer. Das Zeug schwimmt ja auf dem Teer. Ah, gut. Ah, da hinten sind welche frei geworden. Geil. Okay. Vier Stück. Nochmal vier. Geil. Ach, guck mal. Oh mein Gott, was war das für ein Riesenklumpen? Geil! So, wir machen jetzt hier den Abfluss mal breiter. Das läuft gut. So, jetzt muss ich nur noch wieder rauskommen aus dem Zeug. Mal, wie ich mit dem Teer rumspritze. Okay, das ist witzig. Alter! Was ist denn das für eine Ausbeute? 76 Teer jetzt schon? Das ist nicht wahr.
Wie übertrieben gut das einfach funktioniert. Und das Dach ist, glaube ich, fertig. Was schmeiß ich denn weg? Oh, das ist der Blob-Trophäe. Im Ernst, ich habe jetzt nicht wirklich das Problem, dass ich das nicht tragen kann, oder? Ja, nee, ist klar. Ich markiere mir das mal. Erstmal so. Ab nach Hause. Wir können das Dach einfach fertig bauen. Was ist denn das für eine geile Ausbeute in dem Ding? Ob bei den anderen auch so gut gewesen wäre, wenn ich sie einfach abgelassen hätte? Oh, oh, oh. Alter, ist das geil. Ich glaube, ich stopfe das Zeug erstmal kurz hier unten rein. In die schöne Landwirtschaftskiste. Alter. Ich finde das gerade unbeschreiblich, wie viel. Ich meine, wir haben immer so mit so kleinen Mengen gearbeitet und uns dann trotzdem drüber gefreut. Also, Steine brauche ich nicht. Weil ich könnte hier wahrscheinlich das Tee auch noch ablassen, ob da auch noch was drunter ist. Oh. Geil. Da ist mein Abfluss. So. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt an den anderen Kram auch noch rankommen. Mal tief reingraben hier. So, das ist schon mal gut. 25. Ach ja, das ist die Menge, die ich da reingefüllt habe. Die brauche ich natürlich auch wieder. Aber hat er aufgenommen. Wir haben's. Oder das sind alle Steine, ne? Und die stecken drin fest. Das ist okay. 37 Tee haben wir jetzt nochmal dazu bekommen. Unfassbar. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Fliegenklatsche parat halten, wenn eine Mücke auftaucht. Ich komme nicht ganz drauf klar, wie verdammt viel wir da jetzt gerade haben.
Ist natürlich mal wieder typisch, dass ich jetzt die Kiste erstmal damit zumülle, aber mit dem Teer, ey. Das ist ja mehr, als wir jemals bis jetzt hatten. Das ist geil. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Dächer machen. Oh, nice. Ich hätte gern... Oh, oh, oh. Die 26 Grad Neigung auf jeden Fall. Oh. Ach, geht doch. Hat schon gerade ein bisschen Angst. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, was ich hier mache. Irgendwas hat er jetzt hier aber schief angesetzt. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Das wirkt noch ein bisschen falsch hier. Lass mal von unten an. Besser. Oder? Ich denke, ich will kurz schlafen. Aber das ist so geil, gerade mit dem Teer. Vor allem, es gibt noch ein paar sehr dekorative Elemente, die wir mit dem Teer machen können. So. Einmal schlafen, bitte. Du bist nass. Ja. Jetzt nicht mehr. Gut. Das Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht passt. Ach, das sieht ein bisschen doof aus, weil ich das unten dran hänge. Kann das sein? Ich glaube, da ist das Problem. Das heißt, ich müsste vielleicht doch das gesamte Dach nochmal verlängern, damit das optisch kein Problem darstellt. Kann das sein? Ich fürchte das. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben
mit dem Teer ganz gut abgesahnt. Wir können uns das tatsächlich einfach erlauben. Sieht doch nett aus. Oh. Kommt da noch mal der? Oh, ich glaube, muss ich auch noch zwei Stück von dran machen. Ist das Dach hier fertig? Schön. Ich würde es sich jetzt lohnen, das hier nochmal zu verlängern, alles wirklich, auch für die Optik eigentlich nur. Holz habe ich noch, auch nicht mehr allzu viel. Machen wir. Ich glaube, wir kriegen das Dach fertig. Natürlich muss ich ein bisschen mit der Statik aufpassen. Wir kennen dann nämlich Schwierigkeiten so langsam. Also machen wir komplett quadratisches Dach. Ah, super. Ich freue mich gerade richtig darüber, dass das so gut läuft. Ah, wir brauchen mehr Holz. Gucken wir mal kurz Holz. Wir haben ja Teer. Oh, auch wenn ich jetzt gerade echt nur das Gefühl habe, dass ich es vielleicht übertreibe. Jetzt mit dem Dach. Aber... da holt man sich notfalls nochmal eine Runde Teer und dann hat man definitiv genug. Haben wir genug Holz? Fragen wir mal so. Joa. Komm, nehmen wir ein Steak mit. Krieg ich zwei Steaks mit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Aber... ich kann auch einfach anderthalb Steaks mitnehmen, so. Passt noch ein bisschen Teer rein. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, wie das aussieht, wenn das Dach fertig ist. Weil tatsächlich ist das eigentlich das Ding, was das am meisten nach Baustelle aussehen lässt, tatsächlich. Und noch mal ein bisschen Teer. Und noch mal ein bisschen Holz. Denn hier alles rum? Jetzt hat Bauschutt hier erstmal in die Gegend geschmissen, ne? Ist okay. Nein, das ist nicht okay, aber passt schon. So, so. Machen wir damit mal weiter. So, dann machen wir jetzt hier die Verlängerung. Oh, hier haben wir es anscheinend schon mal in die richtige Länge gepackt. Nee, was stimmt hier nicht?
Hier gehen 1, 2, 3, 4 Schrägen runter. Und hier nur 3. Eine muss da noch. Oh. So. Jetzt habe ich das Problem, dass ich da von unten nicht wirklich rankomme. Das heißt, ich müsste jetzt hier mal wieder mit Gerüstbau arbeiten. Ich schaue mal, ob ich das von unten noch verlängern kann. Wenn ich ehrlich bin, sieht das schlecht aus. Aber der Wille ist da. Nee, das hält. Die Statik sagt nein. Suboptimal. Aber ich krieg was ran. Also das ist schon mal gut. Das heißt nur, dass wir die Statik jetzt optimieren müssen. Da wären Verstärkte schon mal relativ gut für. Bisschen Eisen haben wir auch tatsächlich, okay. Ist nur nicht allzu viel. So. Dann Verstärkte. Das reicht aber schon mal, um die Statik zu verbessern. Jetzt müsste ich die Statik weit genug optimiert haben, dass ich jetzt den da dran kriegen müsste. Ja. Nein! Ja, du besitzt die Ecke schon mal dran. Vielleicht, wenn ich schnell genug bin, hält der nächste wieder. Geh mal kurz runter, die Sachen einsammeln. Ja. Statik ist gerade noch ein bisschen ärgerlich. Kriegen wir aber hin. Notfall mit den Eisenpfosten können wir noch einiges regeln, also. Alles entspannt, will ich sagen. Oh.
jetzt zwei hintereinander baue, vielleicht hält der nächste ihn wieder. Nein, tut er nicht. Mangel? Oh. Okay, bevor ich von der Mücke gestochen werde. Oh. Nächster Versuch. Nein? Ha. Ich könnte hier die... Ah, das können die nochmal machen. Bisschen Kernholz nochmal holen. Ich hoffe, wir haben noch was auf Lager. Wenn nicht, müssen wir uns tatsächlich nochmal im Düsterwald hinsetzen und einfach ein bisschen Holz fällen. Gibt Schlimmeres, aber naja. Ich würde gerne darauf verzichten, auf die Schnelle. Ja, ein bisschen haben wir noch. Aber ich glaube, wir sollten uns nochmal was holen, damit wir es auf Vorrat haben. Für die Zukunft. Aber nicht mehr heute. Für heute müsste das reichen, was ich jetzt da habe. Oh, dann können wir nämlich in die Richtung jetzt versteifen. Bisschen raus, guck ein bisschen raus. Perfekt. Dann versuchen wir jetzt nochmal den da. Anscheinend kriege ich nicht dieses Dach hier statisch optimiert bis jetzt. Das ist natürlich nicht so geil. Das sieht gut aus. Damit. Macht den Spaß nicht mehr? Nächster Versuch. Ah, rot. Ah. Genug, würde ich sagen. Okay, ab gleich werde ich wieder Probleme kriegen, glaube ich. Die Ecke ist sehr weit weg vom Stein. Ich? Ja, das ist ja nett. Aber hier wieder, ne? Hier war ein Problem. Ja. Perfekt. Nicht perfekt, aber... Wäre ich gleich noch irritiert gewesen. Aber das Dach ist zum Großteil jetzt fertig. Problem ist, wir bräuchten noch mal ein bisschen Eisen für Statikverbesserungen. Beziehungsweise das können wir wahrscheinlich auch mit Kernholz erreichen. Aber ich finde die Verstärkten halt irgendwie
Ganz nett. Ich bin gerade nur überlegen, wie ich das mit den Eisendingern designtechnisch mache. Ob ich die jetzt hier streifenweise reinziehe. Also alle zwei Fundamente bis dann nach hinten durch. Oder ob ich einen Ring drumherum mache. Da, wenn die das nicht geändert haben, die Dinger ja quasi eine unendliche Statik haben, können wir nämlich einfach einen Ring drumherum machen. Der sieht, glaube ich, geiler aus. Ein bisschen Eisen für. Aber dann hätten wir. Das ist ganz nett hier. Vor allem, ich könnte hier noch einen rausgehen, wenn ich mich nicht täusche. Wenn wir das mit diesem Ring drumherum machen, können wir also unsere Fläche tatsächlich nochmal um ein Fundament vergrößern. Ja. Ich schau mal, dass ich uns noch mal ein bisschen Eisen besorgt kriege, beziehungsweise vielleicht diese Balken auch festzorre. Bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt mache. Wir werden sehen. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Unser Dach ist auf jeden Fall safe. Wir haben genug Teer. Ich glaube, wir haben unten immer noch. Haben wir unten noch über einen Stack? Ja, naja, wir haben unten noch ein ganzes Stack und das ist, finde ich, schon enorm. So. Weil wir selber auch noch 13 Stück haben und wir müssten ja streng genommen nur noch um diese Ecke hier rum. Dann haben wir es. Speziell aber die Richtung sehe ich, dass das statisch, ja, fragwürdig ist, aber nichts, was man nicht hinkriegt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.